Friedrich Strätmanns. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der FDP-Fraktion, ein Strafrechtsreformgesetz vorzubereiten, klingt durchaus interessant. Wir sollten aber eine solche Reform zum Anlass nehmen, uns noch einmal vor Augen zu führen, was wir als Gesellschaft mit dem Strafrecht eigentlich wollen. Schaut man in klassische und in soziale Medien, so bekomme ich immer wieder den Eindruck, der Zweck sei die Befriedigung kollektiver Rachegelüste. Doch eigentlich muss es uns doch darum gehen, zu schauen, warum Menschen straffällig geworden sind und wie man in der Zukunft dafür sorgen kann, dass sie es nicht mehr werden. Resozialisierung ist der Schlüssel zu einer friedlicheren Gesellschaft, und unter diesem Aspekt muss unser Strafrecht auf den Prüfstand. Wir teilen daher die Intention Ihres Antrages weitgehend. Am Strafrecht wurde durch die Regierungskoalition in den letzten Jahren erheblich herumgepfuscht. Ein Beispiel, das auch rechtstechnisch unsauber gearbeitet worden ist, ist zum Beispiel die Strafbarkeit sogenannter Autorennen in § 315 klein d Strafgesetzbuch. Den haben Sie von der Regierungskoalition so unbestimmt und weit gefasst, dass er jetzt durch ein Amtsgericht aus Baden-Württemberg dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden muss. Anstatt innezuhalten und zu evaluieren, legt die Koalition eine Strafrechtsverschärfung nach der anderen vor. Das lehnen wir als Linke konsequent ab. Meine Fraktion hat daher in diesem Sinne viele parlamentarische Initiativen unterbreitet. So sehen wir zum Beispiel eine Straffreiheit für das Fahren ohne Fahrschein, das sogenannte Schwarzfahren. Wir sind auch beim Cannabiskonsum nicht für eine Strafverfolgung, sondern für eine Frage, den Gesundheitsschutz entsprechend auszubauen. Die Frage der Lebensmittelretterinnen und Lebensmittelretter, die wollen wir entkriminalisieren, weil in einer Gesellschaft des Überflusses muss es eine Straffreiheit für das sogenannte Containern geben. Wir sind auch gleichfalls sehr darum bemüht, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen. Unser Gesetzentwurf dazu sieht in der Tat als Alternative die Verrichtung gemeinnütziger Arbeit vor. Für alle diese Punkte, gerade aber den letzten, gilt: Hier werden hauptsächlich ökonomisch schlechter gestellte Menschen zum Ziel der Strafverfolgung. Die Tatbestände sind insoweit für meine Fraktion und mich Ausdruck von Klassenjustiz und gehören abgeschafft. Eine grundlegende Überarbeitung des Mordparagraphen 211 Strafgesetzbuch halten wir ebenfalls für dringend angebracht. Eine Kommission könnte hierbei durchaus hilfreich sein. Ich plädiere jedoch für eine politische Kommission, da dieses wichtige Thema auch politisch behandelt werden muss. Wir halten zu der Frage des Mordparagraphen die Vorschläge des Deutschen Anwaltsvereins, die Mordmerkmale mit den emotionalen und moralisch aufgeladenen Punkten zu streichen, für dringend diskussionswürdig und würden uns freuen, hier mit Ihnen in eine intensive Debatte einzutreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Friedrich Strätmanns. Nächste Rednerin in der